So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda. The Minish Cap im Schloss, im dunklen Schloss. Wir machen ein bisschen mit der Story weiter. Uns fehlt ein Schlüsselchen, wie ich merke. Also kommen wir da rechts noch nicht weiter. Okay, komisch, weil rechts ja eigentlich nur so ein extra Burgabschnitt ist. Okay, ich habe schon ein Gefühl, wo der Schlüssel landen wird. Oh Gott, Moment. Eine Ocarina ausgerüstet. Bringt uns da wenig. Fuck. Okay, wir dürfen jetzt ein bisschen Kreislauf. Oh Gott. Oh nee. Okay. Hä? Ich hab's doch schon verstanden. Also wir müssen die Kugeln rechtzeitig abblocken. Gerade dann, wenn die auf uns schießen und zwar... Fuck, nicht jetzt. Okay, Moment, chill. So, so. So. So, jetzt. Dann bricht er uns einfach ab, so... Hey, Moment! Ich weiß nur was. So, ich vermisse meinen Laser jetzt schon. Oh Gott! Ich dachte, die heilen jetzt, aber... Nee, war alles nur Fake. Oh Gott, das Rätsel gibt's auch noch. Och Leute, ist das süß. Ist das süß. Jetzt so schnell am Ende reingeklatscht, so ein bisschen Abwechslung. Okay. Dann haben wir jetzt aber hier dann unseren Schlüssel. 1, 2, 3, 4. So. Alles entspannt. Genau. Runter. Und da ist die Truhe. Schön, damit hätten wir eigentlich die Mittelebene auch schon vom Schlüsselchen. Und das Projekt geht doch länger, als ich vermutet hätte. Wobei, ich habe ja eigentlich geschätzt... Ich habe irgendwas zwischen 25 und 30 Parts geschätzt. Aber ich weiß nicht, ob ich das für 100% oder für allgemein das Spiel geschätzt habe. Weil fürs normale Spiel hätten wir jetzt die letzten Parts nicht extra gesammelt, dann hätten wir es eigentlich geschafft. Au. Mies, dass sie so weit auch wegspawnen. So, hier können wir runterjumpen, aber wozu? Dann jumpen da alle raus, ne? Reicht denn nicht eine Wirbelattacke? Nee, okay. Einfach vier verschiedene. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Warte. Können wir erst schießen? Nein, fuck, ich kann die doch auch aufladen, oder? Warte, wie mache ich das jetzt am besten? Eins. Zwei. Ja, eigentlich. Drei. Bin ich behindert? Ja, ich bin behindert. Egal, macht nichts. Wir können es auch so ausprobieren. So, schießt nochmal. Hehe, eingetroffen. Okay, nee. Hä? Also, eins, zwei, drei, vier. So, jetzt sollten wir aber aufladen. So, schießt nochmal. Oh. Ah, okay, wir müssen hier starten. Und jetzt hänge ich mich auf. Oh, toll. Okay, also eins, zwei, 3, 3, 4. Nochmal aufladen. So, jetzt. So, da kann man sich schon mal aufhängen an so einem gammligen Rätsel. Was seid ihr denn für? Von euch habe ich noch keine Statuen. Seid ihr zum Beispiel die neuen Gegner? Ja? Ja, seid ihr neu? Ihr droppt zumindest gut Geld und...
Ah. Ach, mies. Mies, mieser Raum. So, hier so ganz unten im Eck. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite von der... Ach, Verkleinerungsding. Okay, und nach oben. So, Leute, jetzt... okay, fängt das Schloss eigentlich auch nicht wirklich mehr an. Aber wir können zumindest mal ein Dings freischalten, ein Teleporter. Das wäre doch ganz, ganz nützlich. Dann machen wir das den Dungeon so stücklessweise. Oh, was? Der kann so drillen? Okay. Krasse Nimbus-Garde hier. Nicht drillen. Zack. Ah, ich mag's. Oh nein. Zack. Oh. Nein! Warte, ich will unten stehen. Unten gefällt's mir am besten. Genau. Okay, der Thron hat gewackelt. Oh, was? Da war ein Geheimgang. Wusste das der König? Ein Kompass. Ja. Unten haben wir... Ja, toll. Okay, also hier gibt es irgendwie 4 Türme, wo man rein kann. Ah, vom OG1 aus. Okay, insgesamt 5 Truhen. Richtig, richtig gammelig. 4 Türme, da sind, keine Ahnung, nochmal Fragmente und so Zeug drauf. Oder Muscheln oder Geld. Das war sehr clever. Und mit sehr clever meinte ich richtig dämlich. Und swoop, in der Mitte dann von irgendeiner Ebene ist dann der Master Key. Voraussichtlich. Würde ich jetzt mal so... Er ist runtergefallen. Ja, wir haben die Mumie runtergeschmissen. So. Ich will aber echt noch einen Zwischenpunkt hier irgendwie. Ha, ha, ha. So, jetzt aber. Die unteren 3 Ebenen, die sind fertig. Jetzt kommt OG1. Das ist das längste. Lass mich bloß in Ruhe. Nein. Toll, danke für... Och, nee. Danke für nichts. Aha, kann ich auch hier landen? Ich kann auch hier landen. Kann ich nicht. Ja, schade. Aber ich kann doch... Nee. Fuck, ich muss da nach rechts. Ist das dämlich? So. Wupp. Wobei, die treffen mich eh nicht. Macht's gut, ihr Narren. So. Außenrum. Ich bin doch nicht so dumm. Nur ein bisschen. Herzeile. Ich brauch doch kein Geld mehr, Mann. Obwohl doch für Meister Magnus magische Fibeln. Da brauchen wir noch so viel Geld für die Collectors Edition und so. Ja, ja. Ah, okay. Oh! Ach nee, das Feuer wird übertragen. Ist ja mies. Okay, also das geht sogar auf unsere Geisterklone. So, ja, dann komm. Alles klar. So, schieb, schieb. Und das war's. Na, ihr Kleinen, die sind ja richtig niedlich. Ich muss hier eh wieder vorbeifliegen, ne? Kann ich die nicht irgendwie... Heißt mit dem Hammer, oder? Nee, geht nicht. So. Oh, die schießen echt niedrig. Guck mal, hier kann ich gleich... So rüber. Und jetzt dürfen wir ums ganze verdammte Schloss fliegen. Ich glaub's doch nicht.
Also ich würde sagen, die halten uns hier hin. Eigentlich. Ach, guck mal, jetzt kommen wir in den Turm rein. Okay, Turm Nummer 1. Ist schon richtig kacke. Es ist auch... Ja, das ist der. Ja, toll. Nur mal so zum Reingucken. So, guck mal, das erwartet dich. Wenn du es überhaupt reinschaffst. Ach, scheiße, geht ja. Ja. Es gibt auch noch irgendwo einen magischen Bumerang, oder? Na gut, dann der Bogen. Moment. So. Ach, die haben auch Bögen. Hallöchen, Kumpel. Guck mal, ich habe auch einen Bogen. Das ist zwar voll schwach und voll kacke, aber ich habe auch ein. Moment. Ah. Cool. So, kommen wir jetzt endlich rein, nur um dann gleich wieder rausgehen zu dürfen? Wahrscheinlich schon. Zwei mittig oben. Eins. Zwei und was? Zwei außen unten. Drei. Vier. Ja. Oh, nicht die Viecher, Mann. Gab's nicht irgendwie... Wir haben jetzt nicht so das offensive Kampfzeug. Au. Oh, die blöden Statuen sind auch noch im Weg. Pfeile? Ich pfeil euch weg. Ne, die prallen an den. Ja, scheiße, die prallen ab. Nein. Das. Wow. Au. Hey, wenn die mich auch noch rausschubsen. So, jetzt. Hier. Schmeißt. Junge. Ja, schmeißt dahin. Nein, du sollst. So, genau. Schmeiß auf deinen Kumpel, genau. Oh, nee. Au. Kann ich nicht schnell abhocken mit dem Schild? So, wenn er jetzt. Ja, okay. Prallt dann ab. Dann werde ich so ein bisschen weggeschubst. Okay, warte. So, genau, dann können wir das so machen. Alles klar. Und da haben wir einen Teleporter. Schön. Und auch gleich den Boss. Es gibt gar keinen normalen. Traurig. Also ich weiß, links hat es eine Feenquelle. Was war denn rechts normal? War da auch nochmal eine? Nee. Ach, können die Wachen nicht einfach aus dem Weg? Dann spielen wir zum 5. Mal Verstecke hier. Hi. Ja, ich laufe dann wieder hinter dir, okay? Ich guck, dass hinten nichts passiert oder so. Yeah. Fuck, nein, der sieht uns nicht. Oh, wir sind schnell wie... Der Wind. So, Feenquelle. Yeah. Ja, Heilung. Schön. Ich weiß nicht, soll ich den Pharoris Talisman, Milch, den Fee? Es gibt so viel Option. Hey, Moment mal! Wieso quatsch mich von hinten an? Bist du dumm? Ja. So, gut. Dann haben wir aber eigentlich schon sehr viel vom dunklen Schloss gemacht, ne? Ich meine, hier OG2 ist echt eigentlich nur noch der Boss. Das ist jetzt nur noch eine Ebene, die wir machen müssen. Jo, das wird toll. Das erheitert mich dann schon. War das hier? Nee. Tor, das runterfällt? Nee. Und hier? Nee. Auch das gefällt mir nicht. Gut, dann sehen wir uns hier im nächsten Part wieder. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Im nächsten Part geht's weiter im dunklen Schloss. Euer Hänsel Peter. Ciao.